Grad von Santiago nach Valparaíso gereist. Über Nacht sind wir nach Santiago gereist, von Puerto Varas, haben dort um 9 oder 10 morgens den Bus genommen nach Valparaíso und gucken uns den nächsten Tag die Stadt mal an. Wir hatten ein bisschen Pech mit unserer Unterkunft. Wir haben eine Airbnb-Unterkunft in La Serena gefunden, aber bei denen ist leider das Internet kaputt. Und das ist echt ein Problem, weil wir so ein paar Sachen noch buchen mussten. Ich frage mich, wie das früher funktioniert hat, wo man noch kein Internet hatte und nicht alles irgendwie online sich raussuchen konnte. Naja. Shine in the sky, you know how I feel. Birds flying high. Wir haben jetzt einen schönen Strandspaziergang gemacht, 5 Kilometer. Deswegen bin ich ein bisschen platt und brauche erstmal eine Stärkung. Das ist ein chilenischer Hotdog, die heißen hier Completos. Und da ist irgendwo eine Wurst drin. Und obendrauf gibt es Avocado. Das kann man essen. Wir machen heute einen ganz besonderen Ausflug. Wir gehen reiten! Wir waren wieder mit dem Nachtbus unterwegs. Dieses Mal sind wir von
La Serena nach San Pedro Atacama gereist. Das war eine kleine 15 Stunden Übernacht. Gut geschlafen haben wir nicht, aber wir gucken jetzt mal, was für Touren wir hier alles finden können und buchen können, um die Wüste hier zu erkunden. San Pedro de Atacama und jetzt gerade befinden wir uns im Valle de la Luna. Wir machen gerade eine Tour hierher und sehen uns ein paar Sachen an. So eine krasse Landschaft hier, sehr mondlandschaftsmäßig. Als ob wir auf dem Mond waren, aber wahrscheinlich sieht es hier so aus. Wir sind jetzt hier in San Pedro schon ausgereist. Ich habe meinen Ausreisestempel schon bekommen. Und jetzt geht's nach. Das sagen wir noch nicht. Oh. Wenn ihr das wissen möchtet, müsst ihr halt den nächsten Video anschauen. Also bleibt dran. Wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere einfach unseren YouTube-Kanal hier. Hier gibt es eine Liste all unserer Videos, die wir bis jetzt gemacht haben für unsere Weltreise. Und es kommen noch viele mehr dazu. Wenn du Hintergrundwissen haben möchtest, dann geh einfach mal auf unseren Blog. Da haben wir Tipps zum Reisen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einfach ein Like.